Hallo Leute und willkommen zurück zu Simes the Sorcerer mit mir im Tegaros. Ihr. Isst deine Suppe! Ja, ihr hört schon, wir sollen unsere Suppe essen. Wir sitzen immer noch hier bei dem Sumpfling fest und jetzt möchte ich mal gucken, ob wir hier irgendwie wieder rauskommen. Wir können uns zumindest schon mal bewegen. Wir haben hier dieses ein Glas mit scheinbar lebendigem Sumpfschleim. Genau, wir haben nämlich den. Quasi die Suppe in der letzten Folge umgefüllt und jetzt möchte ich mich hier ein bisschen umschauen, weil irgendwie das Netz müssen wir doch hier irgendwie rauskommen. Sitzen, sitzen! Nein! Oh Gott. Ihr merkt schon, es wird eine Zeit lang dauern, bis wir hier irgendwie wieder rauskommen. Ich hasse es, solche Sachen. Ein Fischernetz! Ja, steck's ein. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen! Doch, kannst du. Nimm mit. Hallo, er zwingt dich dazu, eklige Suppe zu essen. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen. Oh, du machst mir Angst. Ein kleiner... Sitzen, sitzen! Oh. Ja, wie komme ich hier wieder raus? Iss deine Suppe! Nein, ich will meine Suppe nicht essen. Die Suppe ist widerlich. Ein kleiner Eimer. Ja, ein Eimer, nimm ihn mit. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen. Ach, benutze Eimer mit Suppe. Das geht doch so nicht. Tür. Das ist eine Tür in einem alten Baum. Okay, das wussten wir schon. Sitzen, sitzen! Ich glaube, ich verzweifle hier noch. Iss deine Suppe! Also, wir haben immer nur eine gewisse Zeit, bis er uns wieder zurückschickt. Und, ja. Das ist eine leere, hölzerne Kiste. Nimm sie mit. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Okay. Benutze Suppe mit Kiste. Das geht doch so nicht. Dann nicht. Öffne Tür. Okay, das war jetzt einfacher als erwartet. Glück gehabt. Ich dachte, wir müssen da jetzt noch ewig drin bleiben und er merkt es, wenn wir zur Tür rausgehen. Aber nein! Also wie ihr seht, das Rätsel ist gelöst, wir haben es rausgeschafft und weil ich einfach Spaß daran habe, gehe ich nochmal rein. Aha. Ich wusste, du würdest mehr haben wollen. Eigentlich wollte ich... Ja. Sitzen, sitzen! Okay, es war keine gute Idee, wieder ich reinzugehen. Bring dir gute Suppe. Es fängt von vorne an, aber ich will dieses Netz mitnehmen und den Eimer. Wie komme ich an den ran? Ich muss irgendwie dieses Viech loswerden. Oh nein! Ja, doch. Jetzt nimm den Eimer mit. So sehr, wie der dich gequält hat. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen. Okay. Hauen wir wieder ab. Glück gehabt! Es tut mir echt leid, dass ich einfach da abhauen muss, aber irgendwie... Ich weiß auch nicht, wie ich da ran... Also, ich brauche sicher noch dieses Netz und den Eimer. Jetzt gucken wir uns einfach mal weiter um. Ja. Höhle, Eis. Wir sind schon ganz schön weit gekommen, oder? Jetzt schauen wir mal auf die Karte. Benutze Karte. Zentrum des Waldes. Okay. Statue. Schauen wir mal diese tiefgefrorene Statue an. Die Statue eines extrem hässlichen Barbaren. Extrem hässlicher Barbar. Okay. Das ist irgendwie... Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind, um ehrlich zu sein, oder ob das irgendwie sinnvoll ist. Oh, eine kleine Statue. Sieht aus wie ein Zauberer. Eine solide Steinstatue eines Zauberers. Okay. Ist doch ganz gut zu wissen. Aber was bringt uns das hier hinten überhaupt? Das ist ein bisschen... Oh, ein Riese. Ich meine, es ist ein bisschen komisch, man kann hier irgendwie überall hinlaufen, man hat riesige Freiheiten in dem Spiel, in anderen Spielen bist du immer stark eingeschränkt. Aber es macht es auch irgendwie wieder sehr interessant. Er schläft tief und fest. Okay, Baum. Wenn ich das irgendwie umschmeißen könnte, dann hätte ich einen Weg über den Abgrund. Hm. Okay. Vielleicht kann man irgendwie den Riesen... Federn?
Das geht doch so nicht. Wieso? Das geht doch so nicht. Okay. Ja gut, dann haben wir jetzt, was ich gerade meinte, es gibt ja hier irgendwo ein Ende. Das haben wir gerade gefunden. Ob das hier unser Kalypso ist? Ich glaube nicht. Wir müssen ihn ja retten. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Es gibt hier noch einen Haufen anderer Wege, die wir gehen können. Dieser Wald ist hier riesig. Lauf. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man hier nicht schneller laufen kann. Ich meine, klar, ich kann die Karte benutzen, aber ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie sinnvoll ist, weil ich möchte hier halbwegs systematisch die Wege abgehen, damit ich auch nichts verpasse, beziehungsweise irgendwie, ja, dann irgendwann mal einen Weg übersehe und ewig nicht weiterkomme, weil ich einen Weg übersehen habe. Wäre ziemlich blöd. Und so wie ich mich kenne, passiert mir das. Deswegen müsst ihr es jetzt ertragen, dass ich hier durch jedes Bild wieder durchlaufe. So, wo kommen wir jetzt hin? Ah, jetzt sind wir hier wieder bei der Zwergenmine. Probieren wir nochmal hier unten den Weg. Oh, schön. Blumen, Wald. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Finde ich danach aus. So. Oh, ein Holzfäller. Ich habe Sorgen. Ja, so siehst du aus. Er sieht entsetzlich aus. Entsetzlich. Er hat Sorgen. Entschuldigung. Was gibt's? Du siehst aus, ob... Ja. Du siehst aus, als ob du Aufmunterung nötig hättest. Niemand kann mich aufmuntern. Mein Leben ist zerstört. Oh nein. Unsinn. Es ist nie zu spät, um gut drauf zu sein. Du hast gut reden. Womit habe ich das verdient? Was hat der überhaupt für ein Problem? Was genau ist das Problem? Bäume. Bäume? Bäume. Die großen braunen Dinger mit grünen Teilen dran? Bäume, genau. Okay, er ist Holzfäller und er hat Probleme mit Bäumen. Was für Probleme? Ich dachte, Holzfäller seien Probleme für Bäume. Nicht diese Bäume hier. Was ist denn an diesen Bäumen so besonders? Sie haben so eine Art magischen Schutz über sich. Die Schläge meiner Axt prallen einfach ab. Aha. Ein Holzfäller, der keine Bäume fällen kann. Das ist irgendwie, ja, verständlich. Warum gehst du nicht in einen normalen Wald zurück? Weil mein ganzes Geld in diesem Haus steckt. Ich kann es mir nicht leisten, zurückzugehen. In der Broschüre sah es aus wie ein wahres Holzfällerparadies. Jetzt weiß ich, warum keiner sonst hergekommen ist. Warum kaufst du nicht einfach eine magische Axt? Weißt du, wie viel diese Dinger kosten? Das Einzige, das mir helfen kann, ist eine Axt aus Milrit. Milrit? Es ist eine Abart von Mithril. Und es ist das härteste bekannte Metall. Okay, das ist wieder eine Anspielung auf Herr der Ringe. Und zwar dieses super tolle Metall der Zwerge. Super leicht, super widerstandsfähig. Also Mithril. Jeder, der Herr der Ringe kennt, sollte sich natürlich damit auskennen. Wer sich Herr der Ringe nicht kennt, den kann ich nur empfehlen. Schaut euch ja die Filme an. Am besten lest ihr die Bücher, die sind viel besser. Was gibt's noch? Nun, da hast du es. Problem gelöst. Gar nicht wahr. Milrit ist unglaublich selten. Ich kenne noch nicht mal einen, der es gesehen hat. Hast du schon mal das... Hast du schon mal die Zwerge gefragt? Wenn du Mithril willst, sind die Zwerge das Richtige. Aber diese gestutzten Kerle wissen absolut nichts über Milrit. Als ich sie fragte, gaben sie mir nur diesen Metalldetektor. Oh. Woher hast du auch den Gib mir den Metalldetektor und ich werde mich mal umsehen. Okay. Dir kann es gar nicht schlechter gehen als mir. Du bist dran. Und rein in den Hut. Okay, wir haben einen Metalldetektor. Was soll ich tun? Wie auch immer wir den brauchen können. Der ist auf Milrit-Suchmodus eingestellt. Wie soll ich jetzt weiterleben? Okay. Moin, Holzfäller! Oh, Moin. Hallo. Erfolg gehabt? Nein. Nein. Ich habe nicht viel erwartet. Lass mich allein. Okay. Ich befinde mich gerade in einer ewigen Tiefphase.
noch mehr, was wir suchen müssen. Also, fassen wir mal zusammen. Warum habe ich nicht auf meine Mutter gehört? Calypso, den Zauberer, den Druiden, diesen komischen Zauberstab. Ich werde alles verkaufen und jetzt auch müssen. Noch Middelrhed für diesen blöden Typen. Ey, so langsam artet es hier aus. Ich hätte wissen müssen, dass das passiert. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich glaube, hier finde ich keinen Middelrhed. Okay. Komm ich hier irgendwie runter? Was war hier? Aha. Nee, ich will hier. Ah, Schlucht. Schlucht. Wo ist jetzt da Schlucht? Schau an, Schlucht. Da ist jemand am Fischen. Okay. Und da runter? Ich will da irgendwie. Das muss doch gehen. Das geht doch so nicht. Menno. Benutze Leiter mit. Gibt's hier nicht. Okay, Sackgasse. Zurück. Die ganze Zunft wird sich über mich totlachen. Ja, ja, du jammernder Lappe. So. Diese Holzfäller, ja. Wer geht denn noch mit einer normalen Axt Holzfällen in einem Fantasy-Spiel? Da hat doch jeder eine magische Waffe. Oder Axt oder was auch immer. Hier waren wir, glaube ich, auch schon überall. Also weiter zurück. Oh, ja. Ja, hier war der Jones. Ich glaube, hier finde ich keinen Middelrhed. Toll. Ich probiere das jetzt einfach mal auf jedem Gebiet aus. Vielleicht finden wir es irgendwo. Ich glaube, hier finde ich keinen Middelrhed. Okay, dann hier lang. Irgendwo muss man den ja benutzen können. Was ist denn das für ein Lärm? Kannst du mal bitte still sein? Tut mir leid, Alter, ich kann dich nicht hören. Jetzt hör doch mal kurz auf! Ich bitte um Verzeihung. Danke. Wie kann ich dir helfen? Eie, der klingt ja super. Was zur Hölle ist das? Dieses Ding ist ein Sausophon. Das ist ein Musikinstrument. Willst du mich verkackeiern? Wie meinst du das? Was ich gehört habe, klang nicht nach Musik. Ich verstehe, alter Junge. Guten Tag noch. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Oh Mann. Okay, noch eine Sackgasse. Dann gehen wir unten lang. Den müssen wir auch irgendwie zum Schweigen bringen, den Kerl. Hier war doch der komische Typ. Ihr wisst schon. Der mit dem. Der Barbar, dem wir die Dorn aus dem Fuß gezogen haben, genau. Jetzt. Okay, gehen wir unten lang. Ich wollte überlegen. Ich glaube, hier finde ich keinen Middelrhed. Ein entwurzelter Baum. Ist ja irgendwie interessant, ne? Okay, gehen wir weiter. Baumstumpf. Hier können wir auch nichts machen. Ich glaube, hier finde ich keinen Middelrhed. Na gut, dann gehen wir unten lang. Ein Wolf. Gut, dass er uns nicht anfällt. Aber ich finde die Hintergründe, also das haben sie echt schön gemacht hier. Also das ist echt. Dafür, dass das Spiel so alt ist, das ist echt schön. Ein Rabe. Auf dem Brunnen. Schauen wir uns mal den Brunnen an. Eine alte Hütte. Sicher ein Hexenhäuschen. Es ist ein sehr tiefer Brunnen. Okay, benutze. Brunnen? Mit was? Mit Magnet? Das geht doch so nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, für was wir den benutzen können. Könnt ihr mithalten? Ich glaube, hier finde ich keinen Middelrhed. Okay. Ja, was wir mit dem Brunnen machen können? Eine stabile Holztür. Ich klopfe besser vorher an. Ach, nö. Keiner zu Hause. Dann mach die Tür auf. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ach nee, Hexenhaus. Schwarze Katze. Okay, wir schauen uns hier einfach mal schnell um und nehmen alles mit und dann. Ein starker, hölzerner Stamm. Was? Ein starker, hölzerner Stamm. Aha, eine Kiste.
Was meinst du, wie ich die Schlösser öffnen soll? Einfach aufmachen? Eieiei. Besen. Sieht aus wie etwas, auf das Hexen total abfahren würden. Dann nehmen wir es doch mit. Oh meine Güte! Ups. Oh meine Güte! Hat dir noch nie jemand gesagt, dass man eine Hexe nicht bestiehlt? Ich wollte dich nicht bestehlen, ich wollte nur deinen Besen ausbesen. Ich bin ein Zauberer, ich bestehle, wen ich will. Ich bin ein Zauberer! Ich bestehle, wen ich will! Oh ja? Jawohl! Oh ja? Ja. Du willst wohl mit mir kämpfen, was? Nein. Willst du ein Zauberer-Duell? Worum kämpfen wir? Mein Besenstiel gegen dein Leben! Bist du sicher, dass diese Bedingungen fair sind? Willst dich wohl herausmogeln, was? Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich die besiegen soll. Ich habe noch nicht mal einen Zauberstab. Ich kann nicht zaubern. Okay. Machen wir mal Füßchen. Typisch Zauberer! Jetzt raus hier, bevor ich dir wahre Magie zeige. Ja, gnädige Frau. Okay. Keine Ahnung, wie das... Das war knapp. Ja, und weißt du, knapp war gleich nochmal. Hopp, hopp. Wir wissen, ob die gleich wieder auftaucht. Ja. So! Du willst wohl mit mir kämpfen, was? Willst du ein Zauberer-Duell? Ah, das kennen wir doch schon. Kämpfen widerspricht völlig meinen Prinzipien. Du meinst, verlieren widerspricht deinen Prinzipien? Du willst kneifen! Ja, will ich. Absolut! Ich liebe mein Leben! Typisch Zauberer! Jetzt raus hier, bevor ich dir wahre Magie zeige! Ja, Gnefa. Oder sollen wir es probieren? Ich meine... Das war knapp! An sich sollte ja nichts passieren können, außer dass wir verlieren. Guck ganz ehrlich, wir kämpfen jetzt gegen die irgendwas... Kriegen wir schon hin. Also noch kein Zauberstab, aber. So! Vielleicht können wir die irgendwie austricksen. Willst du mit mir kämpfen? Das interessiert mich jetzt. Willst du ein Zauberer-Duell? Ja, aber nicht so viel. Bin dabei. Okay, ich bin dabei. Ha! Du bist ja noch nicht mal ein richtiger Zauberer. Oh, hau ab oder ich zeige dir, was wirkliche Magie ist. Ja, Gnefrau. Okay, wir dürfen noch nicht mit ihr kämpfen, weil wir ja noch nicht offiziell Zauberer sind. Das war knapp! Damit wäre das auch geklärt. Können wir hier irgendwas mit dem Brunnen noch machen? Schauen wir mal. Das geht doch so nicht! Okay, es geht nicht. Seil, Brunnen. Das geht doch so nicht! Sonst haben wir auch nichts Sinnvolles. Wir können noch das... Das geht doch so nicht! Okay. Keine sinnvollen Dinge hier zu tun, dann gehen wir wieder weiter. Gehen wir mal wieder zurück. Es gab hier noch ein paar Wege, wenn ich mich nicht täusche. Aber das heißt, wir müssen Zauberer werden, dann müssen wir wieder zur Hexe. Jetzt möchte ich aber schnell schauen. Auf der Karte. Hexenhaus, Riese. Okay. Müssen wir schon mal ein bisschen was. Jetzt gehen wir mir geradeaus weiter. Also wir können auf jeden Fall per Schnellreise wieder zum Hexenhaus. Ist ganz gut. So. Kommen wir hier auch irgendwie wieder aus dem Wald, oder? Oh, ein Brückentroll. Wer kommt da über meine Brücke gelaufen? Los geht's! Ich bin's doch nur, der kleinste Ziegenbock Ruff. Ich bin auf dem Weg ins Tal, um mich fett zu fressen. Dann werde ich dich verspeisen. Oh nein! Bitte friss mich nicht auf! Ich bin viel zu klein!
klein und auch nicht fett genug. Warte, bis der zweitkleinste Ziegenbock vorbeikommt. Der ist viel fetter als ich. Na gut, dann ver... Einen Moment mal, darauf will ich schon mal reinfallen. Wenn das so weitergeht, fliege ich am Ende in den Fluss, wie immer. Nein, 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 das ist total falsch. Schauen Sie hier, auf Seite 23 des Textes. Ich sage, der ist noch viel fetter als ich. Woraufhin Sie sagen, na gut, dann verschwinde. Und dann warten Sie auf den zweiten und so weiter. Das ist doch so einfach. Jetzt passen Sie mal auf, Mr. Gruff. Jeden Tag werde ich in diesen blöden Fluss geschmissen, aber jetzt habe ich genug. Ich verhungere. Deshalb werde ich dieses Kindermärchen etwas ändern. Ich werde sie nun fressen und ihren kleinen Freund da in die Tiefkühltruhe schmeißen. Jetzt machen Sie mal halblang, Herr Troll. Sie haben einen Vertrag für den Job unterschrieben. Also sagen Sie Ihren Satz und lassen Sie mich durch. Oder fangen Sie schon mal an, Ihr Büro zu räumen. Jetzt sag ich Ihnen mal was. Mir ist dieser Job und dieses Büro total egal. Ich bin gerade dabei, meinen Vertrag mit der Gruff, Gruff und Gruff AG zu kündigen, indem ich einen meiner Arbeitgeber fresse. Können wir das nicht ausdiskutieren? Das ergibt für Sie doch keinen wirtschaftlichen Sinn. Warum besprechen wir das Ganze nicht noch einmal? Tut mir leid, Herr Gruff. Nur der Stärkste überlebt. Schauen wir uns mal die grundlegenden Instinkte an. Ich bin ein großer, kräftiger Fleischfresser. Und Sie ein schwacher, wehrloser Pflanzenfresser. Rechtlich gesehen sollte ich momentan Ihre Überreste aus meinen Zähnen entfernen. Um nochmal auf den Text zurückzukommen. Wie Sie sehen, hätten Sie bei einem Verzicht auf mich die Möglichkeit, meinen etwas größeren und fetteren Bruder dort zu verspeisen. Mr. Gruff, Sie sind ein sehr zuvorkommender Arbeitgeber. Ich hatte immer mein Weihnachtsgeld und so. Darum habe ich mich entschlossen, Sie nicht zu fressen, sondern wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen. Ich gründe eine Zollstation. Niemand darf bis auf Weiteres über diese Brücke. Okay, ihr habt es mitbekommen. Wir dürfen nicht über die Brücke. Und irgendwie... Ich hole jetzt den größten der Gruff-Brüder. Ein sehr einstudiertes... Ich betone, nicht weichen. Gespräch zwischen denen. Okay, Sie haben Ihren Punkt vorgebracht. Ich betone, nicht weichen. Können wir das nicht wie Erwachsene besprechen? Okay, ich glaube, da kommt nichts mehr Neues. Wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Beim nächsten Mal werden wir erfahren, wie es hier mit den zwei Ziegen und dem Troll weitergeht. Ob wir vielleicht selber über die Brücke kommen. Damit verabschiede ich mich. Schaut bei den Kollegen rein. Und schaut bei mir rein, lasst Daumen hoch da, auch bei den anderen. Und freue mich noch aufs nächste Mal. Ciao, Leute.